Mesdames, messieurs, l'art, c'est comme la crème sur le café. Il a tout simplement un goût plus intéressant que dans la vie quotidienne. Il y a un an, nous avons dû renoncer à notre Wengelsart 2020 sur ce goût légèrement différent de la vie quotidienne, pour les raisons que l'on sait. Il est probable qu'une autre année de restrictions suivra, mais nous espérons pouvoir continuer. C'est pourquoi, avec cette contribution, nous voulons au moins offrir virtuellement un avant-goût de notre menu événementiel Wengelsart juillet 2022. Bien sûr, rien ne sera plus comme avant. Beaucoup de choses ont changé. Nous ne pouvons pas simplement éterniser Wengelsart 2020. C'est ce que le destin nous a montré. À ce stade, le cercle histoire et culture franco-allemand de Wengelsart pleure son animateur, le professeur German José. Il a voulu organiser une soirée en 2020 sur le thème « Les frontaliers entre Hive und Drive, Alsace et Palatinat » et était prêt à le faire pour 2021. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons nous référer qu'à ces livres, « Le puzzle du Palatinat » et « Le Palatinat énigmatique ». L'été culturel 2022, nous le voulons à l'art délicat. Des sensations, des horreurs, des mauvaises nouvelles et des problèmes, de tout cela, nous en avons assez. Au lieu de cela, nous avons trouvé deux peintres spécialisés dans l'aquarelle, M. Walter Frey de Ludwigshafen am Rhein, Palatinat Rhénan, et M. André Riel, Niederbronn, Alsace. Tous deux essayent de capturer dans l'image la beauté et la sérénité de leur région et de la nôtre sans trop de précipitation, mais comme un monde sain, de manière à ce que nous puissions laisser notre âme se balancer. Notre deuxième événement porte également sur notre magnifique paysage de Wengelsbach. Monsieur Edmond Fabaché, natif de Wengelsbach, nous emmènera en balade sur son site préféré à 513 mètres d'altitude, le Mémont, montagne chargée d'histoire. Pour conclure notre été culturel de Wengelsbach, il s'agit de la première grande poésie des héros locaux, la chanson de Walter. Dans cet ensemble de légendes, dont les combats se sont déroulés principalement ici, au Wasingenstein, Ira et Warnfried Grams introduiront l'histoire en allemand et Marie-Anne et Gilles Amblard en français. Il ne s'agit pas tant pour nous d'enseigner la culture générale, mais de faire passer un message millénaire, la réconciliation. Nous recherchons également des acteurs pour une soirée littéraire et des musiciens pour un concert. Nous espérons pouvoir vous servir en juillet 2022 un intéressant menu de 3 ou même 5 plats Wengelsart avec l'art comme cerise sur le gâteau. Restez en bonne santé et restez-nous fidèles. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kunst ist wie das Sahnehäubchen auf dem Kaffee. Es schmeckt einfach im Alltag einerlei interessanter. Vor einem Jahr haben wir auf unsere Wengelsart 2020 auf dem etwas anderen Geschmack in unserem Alltag verzichten müssen, aus den bekannten Gründen. Ein weiteres Jahr der Einschränkung wird wohl noch vor uns liegen, aber wir hoffen dann, weitermachen zu können. Deshalb wollen wir diesen Beitrag wenigstens virtuell
einen kleinen Vorgeschmack auf unsere Veranstaltungsmenü Wengelsart Juli 2022 bieten. Freilich, nichts wird sein, wie es war. Vieles hat sich verändert. Wir können nicht einfach Wengelsart 2020 fortschreiben. Das hat uns das Schicksal gelehrt. An dieser Stelle trauert der Cercle Histoire et Culture Franco-Allemand de Wengelsbach um seinen Moderator, Herrn Professor Dr. German Jussé. Er wollte schon 2020 einen Abend zum Thema Grenzgänger zwischen Hibbe und Ribbe gestalten und war auch für 2021 dazu bereit. Nun aber können wir nur auf seine Bücher verweisen, Pfälzer Sammelsurium und Rätselhafte Pfalz. Den Kultursommer 2022 wollen wir, sagen wir einmal, mit zarter Kunst widmen. Sensationen, Horror, Katastrophenmeldungen, schlechte Nachrichten und Probleme, davon haben wir gerade genug. Es ist zurzeit nicht nach unserem Geschmack. Stattdessen haben wir zwei in der Aquarellmalerei weit fortgeschrittene Kunstmaler gefunden. Herrn Walter Frey aus Ludwigshafen am Rhein, Pfalz, und Herrn André Riel, Niederbronn, Elsass. Beide versuchen die Schönheit und Heiterkeit ihrer und unserer heimatlichen Gegend ohne allzu große Hektik, sondern als ein bisschen heile Welt im Bild festzuhalten. So, dass wir unsere Seele baumeln lassen können. Um unsere heimatliche Landschaft Wengelsbach geht es auch bei unserer zweiten Veranstaltung. Herr Edmond Fabacher, einer der letzten Urwengelsbacher, wird uns seine Heimat, besonders den geschichts- und geschichtenträchtigen Maimund, wandernd und erzählend näher bringen. Zum Abschluss des Wengelbacher Kultursommers geht es um die erste große Dichtung heimischer Heldensagen, um das Waldhagelied. In diesem Sagenkomplex, dessen Kampfgeschehen vorwiegend hier am Wasikenstein stattfand, werden Ira und Manfred Krams auf Deutsch und Marianne und Gilles Amblard auf Französisch in das Waldhagelied einführen. Dabei geht es uns nicht nur um die Vermittlung von Allgemeinbildung, sondern vor allem um die Jahrtausende alte Botschaft der Versöhnung, die auch die heutigen Völker Europas und der ganzen Welt nötig haben. Ferner suchen wir noch nach Akteuren für einen literarischen Abend und ein Konzert. Wir hoffen, wir können Ihnen im Juli 2022 ein interessantes 3- oder sogar 5-Gänge-Veranstaltungsmenü Wengelsart servieren. Mit der Kunst als Sahnehäubchen. Restez en bonne santé et restez-nous fidèles. Thank you.